Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Serienkritik in diesem Fall. Habt ihr in den letzten Tagen eigentlich auch die Fallout-Werbung irgendwo reingespült bekommen auf YouTube oder wenn ihr Amazon geöffnet habt? Da stellt dann ja so eine nette, freundliche Stimme irgendwann die Frage, warum kann Apokalypse nicht auch witzig sein? Gute Frage, dachte ich mir. Und ich kann euch direkt mal sagen, diese Frage wird die Fallout-Serie gar nicht beantworten, denn das ist hier eigentlich nicht wirklich witzig. Und das hat mich überrascht, denn die Vorlage ist es ja durchaus. Diese und weitere Sachen besprechen wir jetzt bei der Kritik zu Fallout der Serie. Die Mission der Vault sollte einem jeden von uns wichtig sein. Die Oberfläche eines Tages neu zu besiedeln. Was ist die letzten 200 Jahre passiert? Ach du Scheiße, du bist ja tatsächlich eine Vault-Bewohnerin. Ja. Ich dachte, ihr Schwachköpfe wärt längst tot. Noch vor ein paar Jahren hätte ich wahrscheinlich an dieser Stelle gestanden mit einem großen Stirnrunzeln und hätte gesagt, so, oh nein, nicht schon wieder eine Videospielverfilmung. Denn wir kennen das alle, in den letzten Jahrzehnten hat es Hollywood nicht wirklich gut gemeint mit den Videospielverfilmungen. Ich habe ja mal ein eigenes Video darüber gemacht, warum die eigentlich in der Regel scheitern. Aber diese Zeit scheint vorbei. Nicht nur, weil wir mehr und mehr Videospielverfilmungen bekommen, weil Hollywood sich an das Thema offenbar mehr rantraut, dazu gleich mehr, sondern die werden auch qualitativ immer hochwertiger. Letztes Jahr hatten wir mit The Last of Us auf jeden Fall ein Ding, wo man sagen kann, die sind dem, was das Spiel gemacht hat, sehr nahe gekommen. Und auch wenn man da ein paar Kritikpunkte haben konnte, merkt man durchaus, dass sie Videospiele mittlerweile ernst nehmen. Das tun sie auch, weil Hollywood ja seit geraumer Zeit nur noch auf Franchise-Basis zu funktionieren scheint. Entweder weil es Fortsetzungen sind zu bereits bekannten Sachen oder aber es werden Dinge verfilmt wie Bücher oder eben Spiele. Also Sachen, die schon mal irgendwie funktioniert haben und meistens schon eine große Fanbase mitbringen. Trotzdem richtet Hollywood gerade die Griffelchen schon nach dem nächsten großen Marktpool. Und einer der größten ist, ehrlich gesagt, die Videospielindustrie. Denn in den letzten Jahrzehnten und gerade nochmal seit der Pandemie wächst und wächst und wächst und wächst diese Industrie. Der Umsatz wird immer größer und natürlich möchte man sich da eine Scheibe von abschneiden. Man hat das in den letzten Jahren ja bei The Witcher schon mitbekommen, jetzt zuletzt bei The Last of Us und hier bei Fallout sieht man das wieder. Ich finde es wirklich interessant, dass Hollywood mittlerweile dabei angekommen ist oder die Streamer auch, dass sie die Videospielverfilmungen nicht einfach nur als schnellen Cashgrab nehmen, sondern dass sie versuchen, damit etwas zu machen, was dann tatsächlich auch die Spieler erreicht. Videospiele werden damit gefühlt zum ersten Mal wirklich ernst genommen. Und das merkt man Fallout der TV-Serie auch an. Das ganze Produktionsdesign ist wirklich, wirklich gut. Weil nicht nur die Ausstattung richtig toll ist und wertig aussieht, sondern mir hat auch sehr gefallen, dass sie häufig an echten Sets gedreht haben oder versucht haben, on location, also in der Wüste zum Beispiel, zu drehen. Im Vergleich zu vielen, vielen anderen Produktionen ist Fallout ein schönes Beispiel dafür, wie wichtig das ist, dass man auf den Look und die Optik auch ein bisschen achtet und damit versucht, sich auch an das Spiel anzunähern. Generell ist das hier wirklich eine Fundgrube für Fallout-Spieler. Hier sind sehr, sehr viele Easter Eggs drin, die wirklich nur die Hardcore Gamer entdecken werden und viele andere freuen sich natürlich über den Pip-Boy oder Figuren, Kreaturen und tatsächlich auch ein bisschen die Struktur der Spiele, denn unsere Hauptdarstellerin wird hier auf eine Hauptquest geschickt, die im Grunde so anfängt wie die Spiele. Es passiert natürlich etwas, dass diese Hauptquest anstößt und deswegen muss die Vault-Bewohnerin Lucy sich in die gefährliche Außenwelt begeben und dabei trifft sie alle möglichen Charaktere. Deswegen teilt sich die Serie auch so ein bisschen in unterschiedliche Blöcke auf. Je nachdem, welcher Figur oder welchem Erzählstrang die Serie gerade folgt, wird man dann immer wieder in unterschiedliche Situationen geworfen. Das hat mich so ein bisschen gestört. Natürlich gehört das so ein bisschen zur Struktur von Serien dazu, aber ich merkte, dass diese einzelnen Erzählstränge nicht so wirklich gut funktionieren. Wir haben ja einmal Lucy, die aus diesem Vault rauskommt. Die fand ich tatsächlich sehr sympathisch, aber es wird nicht so wirklich viel mit ihr in den ersten Folgen und eigentlich der gesamten Serie gemacht. Dann haben wir Maximus. Der wird als Charakter noch am besten erzählt, lebt bei der Brotherhood of Steel und träumt davon, einer dieser Ritter zu werden, die sich in der Postapokalypse um Recht und Ordnung kümmern. Und dann gibt es auch noch einen Plot, der spielt in den Vaults selber, wo ein Mysterium aufgedeckt werden muss. Und dann gibt es noch den Ghoul. Das ist tatsächlich mein Highlight der Serie gewesen, gespielt von Walton Goggins. Der macht das mit einer lakonischen
ironischen Freude an dieser Figur und ist ein herrlicher Bösewicht. Erinnert mich ein bisschen an Westworld. Da gab es ja den schwarzen Mann, glaube ich, hieß er, gespielt von Ed Harris, der auch immer mal wieder vorkam, so eine ganz gewichtige Präsenz hatte und ein herrlicher Antagonist gewesen ist. Das kommt nicht von ungefähr, denn hier ist Jonathan Nolan, der Bruder von Christopher Nolan, beteiligt, der auch schon Westworld gemacht hat. Ich finde, dadurch ergibt sich der Vergleich zu Westworld eigentlich auch ganz gut, denn diese Serie war in der ersten Staffel ja ein regelrechtes Phänomen und ist dann immer mehr abgeflacht. Von den weiteren Staffeln habe ich dann schon ehrlich gesagt nicht mehr viel gehört und wenn, dann ist es eigentlich mit Kritik verbunden gewesen. Jonathan Nolan hat sich also irgendwann mit seinen Geschichten so ein bisschen verzettelt. Und ich hatte das Gefühl, dass das auch in Fallout durchaus immer wieder passiert ist. Weil man schon merkt, dass sie sich zwar durchaus bemühen, eine Geschichte zu erzählen, die euch durchweg bei der Stange hält, aber ich habe auch das Gefühl gehabt, dass gerade die Hauptgeschichte um Charakter Lucy sich so ein bisschen angefühlt hat, als würde man die Hauptmissionen in Fallout 3 und Fallout 4 spielen. Und diejenigen, die die Spiele unter euch kennen, die wissen, ja, die großartigen Erzähler sind Bethesda nie gewesen. Gerade die Hauptstories waren eigentlich immer das Ödeste an diesen Spielen. Interessant wurden die Fallout-Spiele eigentlich immer in diesen kleinen Geschichten, die daneben abgezweigt sind. Die kleinen Begegnungen, die man hatte, die Sidequests, die sind das gewesen, was im Grunde diese Spiele zum Leben erfüllt haben. Und das fehlt hier so ein bisschen. Es gibt zwar eine ganze Reihe von Begegnungen, aber eigentlich folgt man drei Figuren. Und diese drei Figuren sind eben nicht alle wirklich spannend. Unser Hauptcharakter Lucy zum Beispiel, die wird immer wieder in Situationen geworfen, aber ich hatte wirklich bis kurz vor Schluss nicht das Gefühl, dass mir hier ein Charakter erzählt wird. Auch da muss man sagen, ist die Serie dann fast schon vorlagentreu, denn der Hauptcharakter in Fallout war ja immer so eine weiße Seite, auf die man als Spieler dann seine eigene Persönlichkeit projizieren konnte, wenn man wollte. Wenn man das nicht getan hat, hat man es immer mit einer ziemlich öden Hauptfigur zu tun gehabt. Und das gilt für Lucy auch so ein bisschen. Ja, der große Showstealer ist für mich The Ghoul, Maximus, wie gesagt. Der hat noch die beste Charakterzeichnung, aber seine Nebenstory, die hat mir wiederum nicht so gut gefallen. Und auch diese Mystery-Geschichte im Vault nimmt erst gegen Ende der Staffel so richtig Fahrt auf. Und wenn es dann soweit ist, hatte ich das Gefühl, dieser große Reveal, der dann kommt, der fühlt sich nicht so wirklich groß an, weil dieses Mysterium ein bisschen bekannt wirkt und für mich als Twist auch nicht so wirklich funktioniert hat. Der größte Kritikpunkt, den ich an der Serie habe, ist einer, der hat wahrscheinlich eher mit meiner Spielerfahrung zu tun und meiner Erwartung an die Serie. Weil ich mich ehrlich gesagt auf etwas gefreut hatte, das sehr viel humorvoller ist. Ja, das ist natürlich auch ein bisschen angeheizt worden von den Trailern, die überall laufen, wo dann eine Stimme fragt, hey, willst du nicht die Apokalypse mal lustig sehen? Und das passiert hier nicht wirklich. Und das hat mich überrascht, denn die Spiele, die haben einen sehr zynischen Unterton. Mal mehr, mal weniger, aber wenn man sich dann so in Spiele wie Fallout New Vegas bewegt, da hat man dann wirklich skurrile Figuren und skurrile Unterhaltungen. Und es gibt viele Situationen, wo man merkt, dass hier ist eigentlich mehr Satire, als dass es ein Hardcore-Apokalypse-Thriller wäre. Die Serie spiegelt das aber wirklich gar nicht wider. Tatsächlich habe ich nicht ein einziges Mal gelacht. Es gibt so ein, zwei Versuche, die gehen in Richtung Humor, aber der kommt so selten und er ist dann so trocken, dass er eigentlich nicht wirklich zünden will. Und dadurch habe ich eigentlich fast durchweg diesen Zynismus vermisst, der in den Spielen das Ganze auch immer mal wieder aufgelockert hat. Im Grunde hatte ich ehrlich gesagt das erwartet nach den Trailern und das ist es hier gar nicht, weil die Stimmung schon auch düster ist. Die Musik ist dauerhaft sehr bedrohlich, es wird hier auch immer wieder arg brutal. Das erinnert auch ein bisschen an die Spiele, die, ne, da konnte man ja ganze Körperteile extra anvisieren und abschießen. Und man merkt hier, da haben sie sich auch ein bisschen inspirieren lassen, auch das haben sie von den Spielen übernommen. Hier werden viele Körperteile abgeschossen und alle möglichen Dinge explodieren. Das ist für mich ehrlich gesagt so ein gefühltes Ding. Da muss man klar sagen, wer das nicht erwartet hat und tatsächlich einfach nur eine stimmungsvolle Postapokalypse-Nummer haben möchte, der bekommt die hier. Eine, die auch insgesamt leichtfüßiger wirkt, als es zum Beispiel The Last of Us getan hat, wo das alles ja immer sehr dramatisch ist, ne, und es sehr schlimme Geschichten gibt. Das fehlt hier, aber dadurch fehlt natürlich auch so ein bisschen die Dramatik, die sie in diese Story zwar injizieren wollen, die aber sich nicht wirklich transportiert. Da hatte ich eher das Gefühl, hätte dann mal vielleicht lieber ein bisschen mehr das gemacht, was zum Beispiel letztes Jahr eine Serie gemacht hat, die hier in Deutschland noch gar nicht gestartet ist, die ich aber schon sehen konnte. Twisted Metal ist da ja gestartet, basiert auch auf einer Videospielreihe. Und da hast du sehr deutlich gemerkt, die wussten schon ganz genau, was diese Videospiele sind und machen das eben jetzt einfach so nochmal als Serie. Deswegen hat sich das von Anfang an nie wirklich ernst genommen. Funktionierte aber trotzdem auch für sich. Ich hoffe, das Ding kommt endlich mal nach Deutschland, dann könnt ihr euch selbst davon überzeugen. Aber das hätte
hätte ich mir so ein bisschen für Fallout erwartet. Dass ich das jetzt hier nun nicht bekommen habe, ja, sei es drum. Ich muss sagen, ich bin der Serie trotzdem relativ gerne gefolgt. Ich hatte zwar das Gefühl, wieder einmal, und das ist bei mir generell so ein Problem mit Serien, dass das eigentlich in der Hälfte der Zeit auch hätte erzählt werden können. Hier sind einige Filler-Stories mit drin, wo du merkst so, hier dieses Gespräch ist vielleicht ein bisschen zu lang oder dieser Subplot ist eigentlich gar nicht nötig für die größere Geschichte. 4 Folgen hätten es für mich total gemacht. Ich finde ja, ehrlich gesagt, dass richtig gute Geschichten in 2 Stunden erzählt werden sollten. Manchmal hat man ja auch schöne Ausreißer, wie Tschernobyl zum Beispiel, wo 4 Folgen wirklich genau die richtige Anzahl waren. Aber ich finde, die Geschichte sollte immer genau so lange gehen, wie sie spannend ist und wie man sie erzählt bekommt. Und wenn sie das nicht ist, wird sie halt meistens gestreckt. Diese Folgen hier gehen immer so 1 Stunde lang. Und so bei 40 Minuten dachte ich immer, ja, ich hab's verstanden. Ja, und die wichtigen Dinge habt ihr jetzt abgehakt. Kommt doch mal zum Punkt und das will irgendwie nicht wirklich passieren. Deswegen hat sich meine Aufmerksamkeit nicht die ganze Zeit gehalten. Trotzdem war ich begeistert vom Design und bin ich generell einfach begeistert davon, dass Hollywood wirklich jetzt es einfach mal ernst zu nehmen scheint. Sie haben hier zumindest versucht, eine Geschichte zu erzählen, die nicht einfach nur übernommen wurde von den Spielen. Sie versuchen dem Ganzen einen eigenen Stempel aufzudrücken, aber sie nehmen sehr, sehr ernst, was diese Spiele ausgemacht hat. Viele Elemente sind hier drin, ganz viele Easter Eggs und Fans dürften, glaube ich, begeistert sein. Die Figuren könnten besser erzählt sein, aber ich finde, dass zumindest für eine Fortsetzung, und die ist wohl geplant, eine 2. Staffel soll kommen, ich mich wieder freue, so Charaktere wie The Ghoul wiederzusehen. Und würde auch so ein bisschen hoffen, weil die 2. Staffel am Ende gibt es einen kleinen Hinweis darauf, wo die stattfinden könnte. Und da freue ich mich sehr drauf, denn dieses Spiel, mit dem dieses Setting zu tun hat, war meiner Ansicht nach das Beste der Fallout-Reihe. Ich würde euch empfehlen, in Fallout reinzugucken. Auch wenn ich jetzt hier nicht total abgeholt bin, muss ich sagen, ich freue mich ehrlich gesagt, dass wir aus der Zeit von sowas wie Far Cry oder Blood Rain von Uwe Boll raus sind. Und klar, ne, wir haben auch so Filme wie letztes Jahr Gran Turismo oder Five Nights at Freddy's, die für mich nicht funktioniert haben, aber man merkt, da bewegt sich endlich was. Ja. In den Köpfen der Produzenten ist offenbar angekommen, Qualität ist das, was die Leute wollen, nicht einfach nur den Namen von dem Spiel draufgepackt und dann machen wir irgendwas. Und das ist ehrlich gesagt schön mit anzusehen. Das hier hat viel Potenzial, besser zu werden. Ich bin trotzdem angetan, gebe 3 Sterne für diese Serie und kann euch sagen, schaut rein. In den nächsten Tagen möchte ich hier ein Video bringen, das sich mit dieser Thematik noch mal ein bisschen tiefer auseinandersetzen will. Also warum greift Hollywood gerade zwanghaft nach Franchises und wieso scheinen sie ausgerechnet bei den Videospielen angekommen zu sein? Das erkläre ich euch dann. Und nächste Woche kommt Rebel Moon Teil 2. Geil.